Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Winds of Change. In unserem Haus haben wir uns zu Genüge umgesehen, dann gehen wir jetzt einfach mal zur Hauptstraße weiter. Als ich mein Haus verlasse, werde ich von einer Hitzewelle begrüßt. Die Sonne scheint unerbittlich durch das Blätterdach über Valenorth. Einige der Bewohner haben sich selbstgemachte Fächer gebaut und sehen unglaublich erschöpft aus. Fortaim allerdings scheint das Ganze nichts auszumachen und er hat ein riesiges Lächeln auf dem Gesicht. Wow, I didn't expect you to look that fancy. Nice dress, you're really pulling it off. You should do my wardrobe next time we go out. Wow, ich habe nicht erwartet, dass du dich so schick machen würdest. Schickes Kleid, du kannst das wirklich tragen. Vielleicht solltest du dich nächstes Mal um meine Klamotten kümmern, wenn wir ausgehen. Hey, are you okay? You look a little shaken up. Are you nervous about the ceremony? Hey, geht's dir gut? Du siehst ein bisschen durch den Wind aus. Bist du nervös wegen der Zeremonie? Aber das ist es ja nicht alleine. Es ist ja, ich hatte eine besorgniserregende Vision letzte Nacht. Oh, I see. Perhaps we should find Valessa first. It must have been bad if you're acting like this. Oh, verstehe. Vielleicht sollten wir zuerst Valessa finden. Es muss ziemlich schlimm gewesen sein, wenn du dich so benimmst. But hold on. Just remember the basics. Aber warte mal, erinnere dich an die Grundlagen. Visions are never foolproof. They're always full of errors. It's like looking at a painting. It's up to interpretation. Everyone who looks at it would walk away with something different. Okay. Visionen sind nicht frei von Fehlern. Sie haben immer wahnsinnig viele davon. Es ist, als würde man sich ein Gemälde ansehen. Alles ist Sache der Interpretation. Und jeder, der es ansieht, nimmt daraus etwas anderes mit. Not that I have visions, I'm just trying to help. Valessa will make sense of everything you saw. I know it. Sometimes visions make mountains out of mud piles. Nicht, dass ich Visionen habe. Ich versuche nur, dir zu helfen. Valessa wird einen Sinn in das alles bringen. Ich weiß es. Manchmal machen Visionen aus einer Fliege einen Elefanten. Ja, ich fürchte nur fast, diesmal ist es ziemlich klar, was uns die Vision sagen wollte. Fortaim, es ist schlimmer, als du denkst. Whoa, really? Scare me half to death, why don't you? Let's put everything on hold then, and get Valessa. Wow, wirklich? Erschreck mich doch nicht zu Tode. Okay, lass uns alles zusammenpacken und dann Valessa suchen. We're supposed to meet her in the town square. But if this is as bad as you say, you better tell me too. Not as a scribe in training, but as a friend. Got it? Wir sollen sie auf dem Marktplatz treffen, Soraya. Wir haben uns ja nach mir benannt. Aber wenn es so schlimm ist, wie du sagst, dann erzählst du es mir besser auch. Nicht als ein Schreiber in Ausbildung, sondern als dein Freund, verstehst du? Oh, und schon haben wir wieder die wunderschönen Möglichkeiten, uns zu entscheiden. You're more than a du bist mehr als ein Freund für mich, Fortaim. Das heißt, wir würden sehr wahrscheinlich ein bisschen Romance mit ihm anfangen, aber wie gesagt, ich lehne das eigentlich mit unseren besten Freunden erstmal ab. Tut mir leid, ich muss mich an die Regeln halten. Du bittest mich darum, unsere geheiligten Traditionen zu brechen. I'll have to play it by ear, Fontaine. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll, ehrlich gesagt. Oder du hast recht, Fontaine. Ich würde fast sagen, als unser Freund, ich denke nicht, dass er uns in den Rücken fallen würde. Und vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn wir es ihm sagen. Deswegen, you got it, Fontaine. Wieso sage ich immer Fontaine? Ich weiß es nicht. Sweet. Glad to know you're on my side. It's good to have a friend in someone like you. Ja, gut zu wissen, dass du auf meiner Seite bist. Es ist gut, einen Freund wie dich zu haben. Anyway, we should head to the town square. With this vision business, we'll have a busy day. Don't waste too much time, alright? Wie auch immer, wir sollten uns zum Marktplatz aufmachen. Mit diesem ganzen Visionszeug werden wir einen sehr, sehr vollgepackten Tag haben. Verschwende nicht zu viel Zeit, okay? Okay, das Scribe in Training, das ist eine Errungenschaft. Fortaim has now permanently... Okay, Fortaim ist also jetzt unserer Gruppe beigetreten. Comrade joining your party also retroactively on a... Und auch rückwirkend schält jemand, der sich unserer Party anschließt, immer noch Sachen frei.
Zum Beispiel können wir jetzt mit Fortame nach Hause gehen und dort nochmal mit ihm sprechen. Es ist eine gute Idee, wenn man sich angewöhnt, dass man ehemalige, also Gebiete, die man schon besucht hat, nochmal besucht. Und ich denke, das werden wir jetzt auch tun. Hier ist, glaube ich, ein Buch irgendwo. Da gucken wir nachher danach. Ich würde jetzt tatsächlich einmal kurz auf die Weltkarte gehen. Und hasst mich nicht dafür, dass ich das... Hier müssen wir nachher hin, aber dass ich jetzt erstmal in unser Haus zurückgehe, um dort eben mit Fortune zu sprechen. Hey, also was hältst du von meinem Zimmer? Wie gefällt es dir, ein Schreiber in Ausbildung zu sein? Magst du es, in Valinor zu leben? Fangen wir einfach mal. Wie gefällt dir denn so mein Zimmer? Hm? Ist doch schön hier. Well, it's a huge mess, for one. You should see mine. It's flawless. I'm actually tempted to start cleaning. Alles klar. Nun, zuerst mal ist es ein Riesendurcheinander. Du solltest meins sehen. Das sieht... Es ist tipptopp aufgeräumt. Eigentlich habe ich fast das Bedürfnis, hier anzufangen zu putzen hier. But I know I shouldn't do that without permission. Last time I did that, I got into a whole mess of trouble. A story for another time, I guess. Or whenever you ask. Aber ich sollte das nicht ohne Erlaubnis tun. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, habe ich riesen Ärger bekommen. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal, oder wann immer du mich danach fragst. You really... Du bist wirklich sehr ordentlich, oder? Oder, tu dir keinen Zwang an. Räum auf, was immer du möchtest. Ich sollte dich anheuern, damit du mein Zimmermädchen wirst. Oder was ist denn das letzte Mal passiert? Ja, fragen wir doch mal, oder? Was ist das letzte Mal passiert? I saw a house so dirty, I couldn't resist. It turned out to be Mylas' spare study home. Everything was messed up, but with purpose. Ich habe ein Haus gesehen, das so unordentlich war, dass ich einfach nicht widerstehen konnte. Es hat sich herausgestellt, dass es Mylas' leeres Haus war, in dem er studiert, also in dem er Sachen... Ne? Papiere, Bücher... Alles war so durcheinander, aber absichtlich. He said it took him months to recover. I messed with his stuff and threw his studies off. I'll never forgive myself for doing that. Er sagte, es dauerte Monate, bis er alles wieder im richtigen Zustand hatte. Ich habe seine ganzen Sachen durcheinander gebracht und brachte ihm damit seine Studien praktisch auch aus dem Tritt gebracht. Ich werde mir das nie verzeihen. He said it was unbecoming of me. I had to look up the word, but I guess it's true. As a scribe in training, I need to show some class. Unbecoming of me. Jetzt müsste ich das eigentlich auch nachschlagen, weil ich es tatsächlich gerade nicht übersetzen kann. Ich sage mal, das war auf jeden Fall falsch von ihm. Ich musste das Wort nachschlagen, aber ich denke, er hatte recht. Als ein Schreiber in Ausbildung sollte ich wenigstens ein bisschen... Das ist jetzt schwierig, wie man das auf Deutsch sagen würde. Sollte ich mich ein bisschen zurückhalten können, vielleicht. Okay. Aber klar, tu dir keinen Zwang an. Räum auf, wenn du möchtest. Oh, thank goodness. I was so scared you'd get mad at me. Give me a few minutes. I won't take long. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, du würdest böse auf mich werden. Gib mir nur ein paar Minuten, es wird nicht lange dauern. Wait, why is there a sack of grain on the floor? And your cooking area is an absolute mess. This is going to take longer than I thought. Warte. Warum ist da ein Sack mit ich sag mal, ein Sack Reis auf dem Boden? Deine Kochnische ist ein absolutes Durcheinander. Das wird länger dauern, als ich gedacht hätte. Ich sollte dich da... Ich weiß es nicht. Ja, möchtest du mein Zimmermädchen werden? Is that a serious offer? Because, you know, I'm very interested. Even if Mylas says that's against the rules. Ist das ein ernst gemeinter Vorschlag? Weil, weißt du, ich wäre sehr interessiert daran. Auch wenn Mylas vermutlich sagt, dass es gegen die Regeln wäre. But I'll wait until you make a formal offer. Sometimes I act on impulse and make a fool of myself. There was big trouble last time I cleaned without permission. Aber ich werde warten, bis du es mir ganz offiziell anbietest. Manchmal handle ich zu impulsiv und mach dann einen Deppen aus mir selber. Und das letzte Mal, als ich ohne Erlaubnis aufgeräumt habe, habe ich ziemlich einen Ärger bekommen. Okay, ich sag jetzt nicht, dass er ein Freak ist. Das machen wir nicht. Das ist unser bester Freund und er ist echt total süß. Das ist so schnuffig. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Hey, okay, was hältst du denn davon? Wie ist es so, ein Schreiber in der Ausbildung zu sein? It's pretty great, actually. Everything is given to me by Valinorth. Money, food, a house, you name it. Eigentlich ist es ziemlich großartig. Alles, was ich brauche, bekomme ich von Valinorth. Geld, Essen, ein Zuhause.
was man halt so braucht. I work with Valessa more than you, though. I'm kind of disappointed about that. We tend to roleplay real scenarios. Ich arbeite mehr mit Valessa als mit dir, was mich ziemlich enttäuscht. Aber wir machen Rollenspiele und spielen so echte Szenen nach. She'll take on your role, and I'll take on hers. Playing a scribe for a scribe. Best possible training. Unfortunately, I doubt I'll ever be a real one. Sie übernimmt deine Rolle und ich ihre. Also ich spiele praktisch einen Schreiber für einen Schreiber. Das ist das beste Training, das man bekommen kann, auch wenn ich bedauerlicherweise denke, dass ich niemals wirklich ein Schreiber werden kann. Oder sein werde. Do you get input into my scribe? Nein. Do you get input? Put into... Darf ich mir aussuchen, wer mein Scribe wird? Was machst du in deiner Freizeit? Wie lange trainierst du schon? Und hast du je darüber nachgedacht, dir einen zusätzlichen Job zu suchen als Nebenbeschäftigung? Ich würde mal damit anfangen, weil mich interessiert, was er sonst noch tut. Well, I really love climbing trees. Aside from that, I love reading and cleaning. It's a simple life here. But I have no problem with it. Ich finde ihn sehr süß, wirklich. Also, ich liebe es wirklich, auf Bäume zu klettern. Und daneben lese ich gerne und räume auf. Es ist ein einfaches Leben, aber ich habe kein Problem damit. I have a lot of time off. Way more than Valessa. Honestly, I think I only do half of what she does. Just means I need to keep myself occupied. Ich habe sehr viel Freizeit. Viel mehr als Valessa. Ehrlich gesagt tue ich, glaube ich, nur halb so viel wie sie. Aber das bedeutet eigentlich nur, dass ich mich selbst beschäftigen muss. If you see me with cuts and bruises, don't freak out. I'm pushing myself to the limits, climbing bigger trees. Before you know it, I'll be on top of the grand tree. Wenn du mich mit Schnitten und blauen Flecken siehst, dann raste nicht aus. Ich versuche mich einfach selbst ans Limit zu bringen und immer höhere Bäume hochzuklettern. Bevor du dich versiehst, werde ich an der Spitze des großen Baumes sein. Klingt wie Spaß, vielleicht schließe ich mich dir an. Oder tu dir selbst nicht zu sehr weh, Fortame. Da ich nicht glaube, dass ich die sportlichste Person des Universums bin, halte ich es für nicht die klügste Idee, auf Bäume zu klettern. Also pass einfach ein bisschen auf dich, mein lieber bester Freund. Nope, just the perfect amount. If you aren't pushing yourself, you aren't winning. There's an exact formula to it, and I'm playing it safe. Nope, ich nur so weit, wie es nötig ist. Wenn du dich nicht selbst pushst, also bis an die Grenzen bringst, dann kannst du nicht gewinnen. Es gibt eine spezielle, ja, ein Rezept dafür und ich sorge dafür, dass ich sicher bin. Wie lange trainierst du schon? About 5 years less than Valessa. After the Triumvirate took over Mazeo, we were scared. So I think it was a worst-case scenario type of thing. Ungefähr 5 Jahre weniger als Valessa. Nachdem das Triumvirat Mazeo übernommen hat, hatten sie alle Angst oder waren wir hier alle sehr besorgt. Also denke ich, das war ein Worst-Case-Szenario. Deswegen trainiert jetzt eben. Some people say that Myla's father trained him too. That's why he was able to take over so easily. That means he's like me. But for the position of Elder. Einige Leute sagen auch, dass Myla's Vater ihn trainiert hat. Das ist auch der Grund, aus dem er so einfach seinen Job übernehmen konnte. Und das bedeutet, dass wir eigentlich in derselben Position sind, nur dass er eben zum Ältesten wurde. What happened to Mazeo? I hope nothing ever happens to Valessa. Eigentlich ja. Also ich meine, so leid es mir für Fortame natürlich tut, dass er nicht wirklich unser Schreiber werden kann, solange Valessa da ist. Aber ich würde es nur sehr ungern sehen, dass ihr was passiert. Aber sprechen wir es einfach nicht an. Fragen wir erstmal, was genau mit Mazeo passiert ist. You must be messing with me. Is this a test? I'd rather not talk about that, if it's all the same. At least approach the subject a little more casually. Okay, du machst gerade Scherze. Ist das ein Test? Ich würde lieber nicht da, I'd rather not talk about that, if it's all the same. Ich würde lieber nicht darüber sprechen. Geht die Sache zumindest etwas mehr... Ja, er möchte nicht darüber reden, das ist in Ordnung. Hast du denn je darüber nach... Reden wir nochmal über was Positiveres. Hast du dir schon mal überlegt, was anderes noch nebenher zu machen? I don't think I'm really allowed to do that. The training I go through is already mentally exhausting.
I need to devote my spare time to blowing off steam. Das macht Sinn. Ich glaube nicht, dass mir das erlaubt wäre, also mir noch eine zweite Beschäftigung zu suchen. Das Training, das ich durchmache, ist mental sehr ermüdend. Und ich muss meine freie Zeit dazu verwenden, um ein bisschen Dampf abzulassen. Of course. This is under Mylas' orders. I'm sure I could handle something if I really wanted. But getting in trouble with him really isn't worth it. Natürlich sind das alles nur Mylas' Anordnungen und ich bin sicher, wenn ich wirklich wollte, dann könnte ich da irgendeinen Deal aushandeln. Aber dafür in Schwierigkeiten mit ihm zu geraten, das ist es wirklich nicht wert. What would you do if you could? Also was würdest du machen, wenn du könntest? Ich könnte dir ein bisschen Arbeit hier unter der Hand anbieten. Das ist dann ziemlich harsch von Mylas, das zu fordern. Und hast du je darüber nachgedacht, das ganze Schreiber-Ding zu... Na, ich glaube nicht, dass wir das fragen. Ich würde mich damit beschränken, einfach mal das zu machen, was er gerne machen würde, wenn er könnte. To be honest, I just like helping people. So probably cleaning up here and there. Keeping tidy. I consider a day successful if I've made someone else smile. Oh, er ist so lieb und süß. Um ehrlich zu sein, ich helfe Leuten einfach gerne. Also vielleicht aufräumen und hier und da und alles in Ordnung halten. Ein Tag ist für mich dann erfolgreich, wenn ich jemanden zum Lächeln gebracht habe. Maybe I could be a problem solver or something. People always need some help. So I'd never go bored. It would always involve something new and exciting. Vielleicht könnte ich sowas wie ein Problemlöser sein. Die Leute brauchen ständig Hilfe und es wäre niemals langweilig. Ich würde immer etwas Neues und Aufregendes erleben. Of course, I'm getting ahead of myself here. Mylas says I'm not allowed to do any extra work. Training has to be my most important focus. Aber das sind alles nur Hirngespinste. Mylas sagt, es ist mir nicht erlaubt, irgendwas anderes zu machen. Das Training muss meine oberste Priorität sein, auf die ich mich konzentrieren sollte. Na gut, dann lassen wir das mal. Habe ich denn ein Mitspracherecht, wenn man Schreiber ist? I don't think there's any protocol for that. But I assume Mylas has the final word there. Or whoever the elder is at any given time. Ich glaube nicht, dass es dafür irgendein bestimmtes Protokoll gibt, aber ich nehme an, Mylas ist derjenige, der das letzte Wort in der Sache hat oder wer auch immer gerade der Älteste ist. Sometimes you just have to go with the flow. But I hope you're not trying to say Valessa is bad. Is there something I'm not seeing here? Oh, nö. Manchmal musst du dich einfach treiben lassen, aber ich hoffe, du versuchst nicht zu sagen, dass Valessa schlecht ist. Gibt es irgendwas, was ich übersehe? Nein. Also entweder könnten wir sagen, ich würde eigentlich lieber mit dir arbeiten, Fortame. Sie ist in Ordnung. Eigentlich mehr als in Ordnung. Oh nein, nein, überhaupt nicht. Wir waren ja nur neugierig. Oh, I guess I jumped to conclusions again. I really need to stop doing stuff like that. I hope I was able to help your curiosity, though. Oh, ich habe wohl wieder voreilige Schlüsse gezogen. Ich sollte wirklich aufhören, das zu tun. Aber ich hoffe, ich war in der Lage, deine Neugier ein bisschen zu befriedigen. We have to obey the rules set in stone by Valinorth. I'm just happy that we all get along with each other. This trio could have been a lot worse, if you ask me. Wir müssen uns den Regeln beugen, die Valinorth für uns hat. Ich bin einfach froh, dass wir drei so gut miteinander auskommen. Es hätte viel schlimmer kommen können, wenn du mich fragst. Okay, dann gehen wir nochmal eins zurück. Magst du es denn, in Valinor zu leben? Yeah, it's great here. Sometimes I wish I could leave, but it's dangerous out there. Mazeo is the closest city, and we all know what happened there. Ja, es ist großartig hier. Manchmal wünschte ich, ich könnte gehen, aber da draußen ist es gefährlich. Mazeo ist die nächste Stadt und wir alle wissen, was dort passiert ist. Balteus would be way too cold for me, and Dalarinthia would be way too warm. I think we have it perfect right here. In Balteus wäre es viel zu kalt für mich und in Alarinthia viel zu warm. Ich denke, wir haben hier genau den richtigen Ort. Okay. Ich würde mal sagen, vielleicht werden wir eines Tages Valinor verlassen. Ich könnte jetzt nochmal nach den Städten fragen. Ich weiß aber nicht, ob wir das machen sollten. Erstmal vielleicht eines Tages werden wir... Oder wisst ihr was? Ich mache es mal, aus seiner Sicht. Wir haben es nur in der Vision und da auch nur von Ulrich gehört. Well, it's really far up north. The Triumvirate Station there. I've heard their castle is amazing. Nun, es ist wirklich weit im Norden. Das Triumvirat ist dort stationiert und ich habe gehört, ihr Schloss ist atemberaubend. But I don't think too many people live there.
From what I've read, it's full of their most loyal subjects. So their honor guard and prospective generals. Aber ich glaube nicht, dass dort allzu viele Leute leben. Vom was ich gehört habe, ist, dass dort nur ihre loyalsten Anhänger sind, also ihre Ehrengarde und ihre Generäle. I've heard they have a grand library though. In Valinorth, my reading material is really limited. I'd say a library like that makes up for the cult. Ich habe aber gehört, dass sie eine wirklich großartige Bibliothek haben. In Valinorth sind meine Möglichkeiten, etwas zu lesen, wirklich sehr begrenzt. Ich würde sagen, so eine Bibliothek gleicht das mit der Kälte fast schon wieder aus. Und allerdings, ja, Baltheus ist das Einzige, worüber uns Ulrich übrigens nichts erzählt hatte. Marzeo und Alarinthia hatte er erwähnt. The tribal lands, to the far east. I know very little about Alarinthia, except that it's hot. You have to be really strong to live in a place like that. Die Stammesländer, sehr weit im Osten. Ich weiß wenig über Alarinthia, außer dass es dort sehr heiß ist und dass man wirklich stark sein muss, um an einem solchen Ort zu überleben. And that's who lives there mostly. They take strength very seriously and hold tournaments. Fighting is a big deal. It determines who holds the throne. Und das sind auch die Leute, die dort leben, größtenteils. Sie nehmen Stärke sehr ernst und halten Turniere ab. Kämpfen ist da eine große Sache und entscheidet, wer den Thron übernimmt. But there's barely any books on it here. I'm really only educated on Valinorth and Mazeo. Maybe someone else could teach you about Alarinthia. Haben wir ja schon, aber ich, es gibt dort sehr wenig Bücher und ich weiß wirklich sehr wenig über... nein, und ich weiß eigentlich nur Sachen über Valinorth und Mazeo. Vielleicht solltest du jemanden anderen fragen, wenn es um Alarinthia geht. Gut, dann fragen wir nochmal nach Mazeo. Vielleicht erzählt er... It's the trade hub of Alestia, full of docks and ships. I really hate talking about this, so I'll make it quick. It's been over 20 years since the Triumvirate occupied it. Es ist das Handelszentrum von Alestia, voller Docks und Schiffe. Also Anlegestellen und Schiffe. Ich hasse es wirklich, darüber zu sprechen, also mache ich es kurz. Es ist über 20 Jahre her, seit das Triumvirat es besetzt hat. They put a trade ban in effect as soon as they did. It doesn't affect me too much, except for a type of apple. My parents used to treat me with them when I was younger. Sie haben ein Handelsverbot in Kraft gesetzt, als sie die Stadt eben besetzt haben. Das betrifft mich nicht allzu sehr, außer wenn es um eine bestimmte Sorte Äpfel geht, die mir meine Eltern immer gegeben haben, als ich jünger war, als kleinen Leckerbissen. Hopefully one day they remove the stupid ban. They say it keeps order on things, but I'm not sure. More laws just means more rules to break, right? Hoffentlich werden sie dieses Verbot irgendwann lüften. Sie sagen, es ist dazu da, um Ordnung zu halten, aber ich bin mir da nicht so sicher. Mehr Gesetze bedeutet doch immer, dass es mehr Regeln gibt, die man brechen kann, richtig? Anyway, yeah. Mazeo is a really interesting place. Everyone said the force they used to occupy it was justified. Eliminating piracy and bringing the law to Mazeo was necessary. Wie auch immer. Ja, Mazeo ist ein wirklich interessanter Ort. Jeder sagt, dass die Gewalt, die sie gebraucht haben, um es zu besetzen, nötig gewesen wäre oder gerechtfertigt, um Piraterie loszuwerden und einfach Gesetze nach Mazeo zu bringen. So, kommen wir zu Valinorth. That would be cool, but I highly doubt it. We have strict orders to remain in Valinorth at all times. And Mylas isn't the type of guy to let anyone break the rules. Oh, wenn du wüsstest. Ah, das wäre cool, aber ich bezweifle es sehr, dass wir eben Valinorth irgendwann verlassen. Wir haben sehr, sehr strikte Befehle oder Anordnungen, dass wir eben die Stadt nicht verlassen dürfen. Und Mylas ist nicht der Typ dafür, der es durchgehen lässt, wenn wir die Regeln brechen. It's been this way for thousands of years. I don't think we'll get any special treatment. I mean, we can dream, but it won't really go anywhere. So war es schon seit tausend von Jahren. Ich glaube nicht, dass wir eine Sonderbehandlung bekommen werden. Ich meine, wir können natürlich davon träumen, aber ich glaube nicht, dass das zu etwas führt. I'm pretty hopeful, actually. Quite a pessimist for Tame. Ich habe Hoffnung. Oder du bist ein ziemlicher Pessimist. Ehrlich gesagt, ich fürchte eher, dass wir aus nicht so guten Gründen unsere Stadt verlassen müssen. Aber ist okay. Ja, komm. Ich will ihn nicht. Er ist so lieb. Was bringt es jetzt, wenn wir ihm sagen, ich bin aber ein Pessimist? Das ist so sticheln, das muss nicht sein. Ja, ich habe eigentlich Hoffnung, dass es irgendwann klappen wird. Oh yeah? What makes you think that? Actually, don't tell me. I don't want to get my hopes up. It took me long enough to come to terms with it the first time. Oh, wirklich? Wieso denkst du das?
Oder weißt du was, sag es mir nicht. Ich möchte mir nicht unnötig Hoffnung machen. Es hat lang genug gedauert, mich mit denen, wie es dem es jetzt ist, zu arrangieren. Okay, dann nochmal zurück und wir beenden unser Gespräch. Jetzt haben wir tatsächlich alles gemacht, können zur Weltkarte zurück. Und hier gibt's irgendwo, nee, hier in der Main Street gibt's irgendwo ein Buch, das wir finden können. Außerdem können wir hier natürlich Sachen untersuchen. Ich würde ja gerne ein bisschen die Stadt kennenlernen, in der wir leben. Wer weiß, ob sie immer so aussehen wird. Das ist mein Zuhause. Dazu gibt es nicht viel mehr zu sagen. Ich weiß, drin ist es unordentlich, aber darum kümmere ich mich später. Vielleicht könnten Fontaine und ich ein paar Worte im Inneren wechseln. A bit bigger than my house, but mine has more rooms. Which is better, though? More rooms or more space? My interior design books don't really cover that aspect. Es ist ein bisschen größer als mein Haus, aber meins hat dafür mehr Räume. Was ist besser, mehr Räume oder mehr Platz? Meine Bücher über Inneneinrichtung beantworten mir diese Frage nicht. More space is more luxurious, more rooms you get more privacy, both are great, it's just how you use them. Also entweder mehr Raum, das ist luxuriöser, oder mehr Räume, dann hat man mehr Privatsphäre. Oder beides ist großartig, es kommt immer darauf an, wie man es nutzt. Ich würde tatsächlich sagen, das mit der Privatsphäre ist zwar auch schön, aber es kommt tatsächlich darauf an, wie man es nutzt. Ich meine, wir haben ja genauso viel Privatsphäre, weil wir alleine sind. Egal, ob wir jetzt einen großen Raum haben oder fünf kleine zum Beispiel. Das spielt dann keine wirkliche Rolle. Wenn man eine große Familie ist, dann würde ich sagen, mehr Räume sind besser, damit halt jeder eine Rückzugsmöglichkeit hat. Aber ja, beides ist großartig. The Master has spoken. I guess it's true, though. Work with what you have. And if you don't have it, someone else surely will. Der Meister hat gesprochen und ich denke, dass du recht hast. Man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und wenn man es nicht hat, dann hat es jemand anderes bestimmt. Okay, das ist also unser Haus. Ich bin gesegnet mit einer ruhigen Nachbarschaft. Ich hab noch nie einen Pieps aus dieser Tür kommen hören. Fulltame ist laut, aber Gott sei Dank lebt er auf der anderen Seite der Straße. Wenn er mein Nachbar wäre, würde ich vermutlich an Schlafmangel sterben. Aw, are you thinking about me? I saw the way you looked at me just now. Give it to me straight. What's going on? Oh, du hast an mich gedacht? Ich habe es gesehen, daran, wie du zu mir rübergeguckt hast. Sag mir einfach direkt, was los ist. You're obnoxious. Du bist unmöglich laut, Fortame. Oder ich habe darüber nachgedacht, wie viel Spaß es wohl mit dir macht. Ich will ja nicht gemein sein, aber wenn halt wirklich jemand laut ist, es ist die Frage, moralische Entscheidung. Sagt man jemandem, du bist furchtbar laut? Oder dass man ihn für ganz ehrlich, in dem Fall würde ich, glaube ich, sogar ehrlich sein, weil ich einfach so lärmempfindlich bin. I'll take that as a compliment, actually. The louder you are, the more fun you're having. You'll have to come and join me sometime. Ich nehme das mal als Kompliment. Je lauter du bist, desto mehr Spaß hast du auch. Du musst irgendwann mal bei mir vorbeikommen und mitmachen. Er lacht und dreht sich weg. Er ist ein bisschen Röte auf seinen Wangen, aber er überspielt es. In seiner Jugend ist er ziemlich, ja, reckless. Wie heißt das, wenn man keine rücksichtslos vielleicht manchmal, aber ist das nicht jeder irgendwie? Okay, das war hier. Vielleicht wohnt er hier, bin ich mir nicht ganz sicher. Wir gucken auf jeden Fall mal die Straße. In Valinor sind wir sehr im Einklang mit den Geistern. Viele glauben, dass es daran liegt, dass wir von Natur umgeben sind. Das ist allerdings... Except for the stretches of road we created. That is however... Das ist aber hier auf der Straße eine Ausnahme. And they caused a pretty large... Die wurden erst kürzlich angelegt, oder halt relativ kürzlich angelegt und haben einen ziemlichen Aufstand verursacht. Also, es waren wohl nicht alle einverstanden. Einige dachten, es würde dazu führen, dass mehr vom Wald abgeholzt wird. Gott sei Dank ist es niemals eskaliert. Und es ist eigentlich ziemlich nützlich. Und es hat auch nicht unsere Verbindung mit den Geistern gestört. Eigentlich, mit der Zeit, scheint unsere Verbindung sogar immer stärker zu werden. Okay, schauen wir mal hier. Das ist Fortames Haus und es ist in absolut blitzblankem Zustand.
Er sieht brandneu aus und er muss wirklich gut darauf aufpassen. Ich gehe ein wenig näher und, da ist das Buch. Und stelle fest, dass er ein Buch auf seiner, seiner Veranda gelassen hat. Sein Name steht auf dem Cover, also nehme ich an, dass es sein eigenes Werk ist, das er selbst geschrieben hat. Visions and paintings. A vision from the spirits is apparently more like a painting. When a vision is over, a seer or seeress can often vividly recall the bigger picture, while smaller elements are lost in translation. For example, if the vision was about the death of a villager, that part would be clear. However, how they died and what reaction each individual villager had to their death would be unclear. Instead of knowing this information, it is more like a gut feeling or a single interpretation of the events. In some cases, it is as if the spirits send us a single picture of an event, and the seer or seeress goes on to act it out in a dream in whatever way they can make sense of it. If at any time there was more than one seer or seeress, it is likely that their interpretations of each vision would be vastly different. But as there is only one seer or seeress at a time, we will never be able to put this to the test. Instead, the scribe discusses each vision in depth with the seer or seeress, and they come to an agreeable interpretation. Oftentimes, the smaller elements are disregarded, and only the bigger picture is given any credence. Using the death as an example, we would only assume a death is coming to Valinorth. Digging into why it was going to happen would be impossible. Although, as the spirit's ability to reach out to us and communicate slowly increases over time, we have to wonder if soon these visions will be concrete and interpretations would become a thing of the past. Fortem. Wieder war es ein bisschen leise, deswegen hoffe ich, dass ich dran denke, das nachher lauter zu stellen, sonst ist das echt ein bisschen schwer zu verstehen, glaube ich. Visionen und Gemälde. Eine Vision von den Geistern ist eigentlich mehr wie ein Gemälde. Wenn eine Vision vorbei ist, often vividly recalled, wird ein Seher oder eine Seherin sehr oft das große Ganze sehr lebhaft erinnern, während kleinere oder unwichtiger erscheinende Elemente verloren gehen. Zum Beispiel, wenn er eine Vision darüber hat, dass ein Dorfbewohner stirbt, dann wäre dieser Teil sehr klar. Allerdings, wie er gestorben ist und wie jeder individuelle Dorfbewohner darauf reagiert, wäre unklar. Stattdessen ist diese Information, also das zu wissen, ist mehr wie ein Bauchgefühl oder eine einzelne Interpretation des Ereignisses. In manchen Fällen ist es, als würden die Geister uns ein einzelnes Bild oder von einem Event, also einer Gegebenheit schicken und der Seher oder die Seherin goes on to act it out in a, durchleben das dann quasi in einer Art Traum und verarbeiten es so, wie es für sie Sinn macht. Wenn es jemals mehr als einen Seher oder eine Seherin gäbe, ist es sehr wahrscheinlich, dass jeder davon die Vision auf andere Weise interpretieren würde. Aber da es nur einen Seher bzw. eine Seherin gibt, werden wir das niemals herausfinden können. Stattdessen diskutieren sie es mit ihren Schreibern ausführlich und kommen so schließlich zu einer, ja, zu einer vernünftigen und Erklärung, mit der sie, oder Interpretation, mit der beide leben können. Oft werden dabei die kleineren Elemente ignoriert und nur das größere Ganze, also das große Bild, wirklich bedacht. Um den Tod wiederum als Beispiel zu nehmen, würden wir nur annehmen, dass der Tod nach Valinorth kommt. Aber herauszufinden, warum und was passieren wird, wäre unmöglich. Allerdings, da die Fähigkeit der Geister, uns zu erreichen, immer stärker wird und die Kommunikation sich nach und nach verbessert, könnte es sein, dass wir mit der Zeit diese Visionen immer konkreter werden und dass diese Interpretationen eine Sache der Vergangenheit werden. Isn't that cool to think about, Cirrus? The spirits are artists, and your mind is the canvas. There's so much work required in interpreting visions. Ist das nicht cool, das so zu sehen, Soraya oder Seherin? Die Geister sind Künstler und dein Geist ist eine leere Leinwand. Oder ist eine Leinwand. Es ist so viel Arbeit, diese Vision zu interpretieren. Of course, the spirits grow stronger every day. It's already gotten to a point where a scribe is near useless. I have more volumes written on the subject. I'm sure you'll find them. Natürlich
werden die Geister mit jedem Tag stärker. Es ist jetzt schon fast unnötig, dass, also, oder ein Schreiber ist jetzt schon fast unnötig. Ich habe noch mehr darüber geschrieben und ich bin sicher, du wirst die Bücher finden. Can you believe how much stronger they've gotten though? I wrote this book years ago and it's almost outdated. We've been able to witness so much growth in one generation. Kannst du glauben, wie viel stärker sie schon geworden sind? Ich habe dieses Buch vor Jahren geschrieben und es ist schon fast überholt. Wir konnten in den letzten oder während der letzten Generation so viel Fortschritt, so viel Wachstum beobachten. Okay, dann das hier können wir nicht. Ich glaube, ich habe hier auch keine Möglichkeit. Nein, 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 ich kann einfach nur... Ich sehe auch Fortame da oben, die einfach nur die Zeit, sich die Zeit vertreibt. Die Bäume in Valinor zu erklettern ist sein liebstes Hobby. Talks about how you... Er spricht immer darüber, wie er eines Tages auf den großen Baum klettern wird. Und dann hätten wir hier noch diese Häuser. Je weiter oben man lebt, desto mehr muss man zahlen. Die Häuser da oben haben eine großartige Aussicht, aber sind viel zu teuer. Natürlich... Natürlich lebt der Älteste glücklich über allen anderen. Aber Gott sei Dank spiegelt sich das nicht in seinem Verhalten uns gegenüber wieder. What a fool. Ich bemerke, dass die kleinen Bächlein heute voller Wasser sind. Also, wisst ihr von auf Water from higher up in the mountains? Und da, also aus diesen kleinen Strömen schöpfen wir das Wasser ab, das aus den Bergen, die höher liegen, kommt. So füllen wir jeden Tag die Wassertanks auf. Jeden Morgen, macht jeder Einwohner sozusagen einen kleinen Wasserlauf. Also er bringt Wasser dorthin. The runs are requirement. Und jeder in Valinor ist eben dazu verpflichtet, das zu tun. Denn ohne sie würden die Tanks, die da oben überlaufen und das Dorf überfluten. Ja, eigentlich sollte ich mich darum kümmern, bevor es zu spät wird. Eine Person spielt vielleicht keine Rolle, aber das ist eine schlechte Einstellung. Klar, wenn nämlich jeder so denkt, dann wird gar nichts gemacht. Das ist unser Haus. A bit bigger than my house, but mine has more room. The master... Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. So, ich wollte es eigentlich nur abbrechen. Dann gucken wir doch mal. Ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles. Wir haben Fortames Haus, das hier können wir nicht untersuchen. Die oberen haben wir... Ja, dann sind wir hier, glaube ich. Ich weiß gar nicht, sind wir hier noch? Eigentlich dürften wir hier noch nicht fertig sein. Ich weiß aber nicht, wo wir noch was haben. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich interpretiere halt dieses X so, dass wir hier noch irgendwas zu tun haben. Aber ich wüsste nicht was, deswegen gehen wir mal zur Weltkarte zurück. Und ich würde sagen, ich kann ja gucken, ob ich hier noch irgendwas finde bei der Main Street, aber das nächste Mal gehen wir zum Town Square. Ich bleib mal übrigens hier, damit wir nicht nur die Ansicht der Weltkarte haben. Und das nächste Mal gehen wir dann zum Marktplatz und sprechen dann tatsächlich mit Valessa, die wir da ja treffen sollen. Und ich hoffe wirklich, dass es nicht so schlimm ist, dass ich alles nochmal übersetze, auch diese langen Texte. Aber ich finde es so schön, dass es sie gibt. Einfach diese ganzen Hintergrundinformationen. Ich finde die total gut. Wie gesagt, beim zweiten Durchspielen, wenn man das vielleicht privat für sich macht, dann kann man das einfach skippen, dann hat man es gesammelt und weiß es schon. Hier ist es jetzt einfach Zusatzwissen, was uns dann später hoffentlich hilft, uns richtig zu entscheiden. Wie auch immer, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei Winds of Change. Bis dahin, bye bye!